Es war einmal eine neue Regierung mit guten Vorsätzen. Doch dann, kam alles ganz anders. Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger, wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht. Nach Monaten der Vorbereitung von Lügen und Propaganda hat Präsident Putin heute Nacht entschieden, seinen Drohungen schreckliche Taten folgen zu lassen. Ich hatte am 23. eine Sicherheitsbesprechung im Bundeskanzleramt. Die hat die abstrakten Szenarien schon sehr konkret gemacht. Und ich hatte am Abend noch ein Treffen mit der amerikanischen Handelsministerin. Die wurde begleitet von Mitgliedern der amerikanischen Sicherheitsagencies. Und die haben mich nochmal zur Seite genommen und gesagt, heute Nacht passiert es, und mir Informationen nochmal gegeben. Also das war sehr konkret. Die tauen ihre Blutkonserven auf, sie bemalen ihre Panzer, sie laden ihre Raketen, Werfer, sie beladen ihre Flugzeuge mit den Bomben. Das macht man nicht, wenn man nur noch übt. Ich habe noch abends mit dem Bundeskanzler gesprochen. Die haben gesagt, wenn was passiert und wir schnell handeln müssen, wir lassen die Handys über Nacht an und lassen die neben dem Bett liegen. Als ich dann um 4 Uhr guckte, was jetzt in der Nacht passiert, waren die Meldungen da. Das spürt man sofort. Das ist jetzt nicht ganz weit weg. Es ist furchtbar und es ist sehr nah bei uns. Wer versucht, uns zu behindern oder unser Volk bedroht, muss wissen, dass die Antwort Russlands sofort erfolgen und zu Konsequenzen führen wird, die sie in ihrer Geschichte noch nie erlebt haben. Waren Sie von den deutschen Diensten ausreichend und korrekt informiert? Wenn die Dienste die gleichen Informationen hatten, haben sie unterschiedlich interpretiert. Also die Amerikaner und die Briten haben sehr stark gewarnt, dass es zu einem Kriegsausbruch kommen würde. Andere Dienste haben gesagt, das ist eine Übung, das wird nicht zum Schlimmsten kommen. Aber es ist ja zum Schlimmsten gekommen. Mit anderen Diensten meinen Sie die deutschen? Ja. Wir unterbrechen das laufende Programm. Russland hat eine große Offensive gegen die Ukraine gestartet. Wir hören von Menschen vor Ort, dass Explosionen gemeldet werden aus zahlreichen ukrainischen Städten. Vom Grenzgebiet im Osten und aus Kharkiv gemeldet. Es war ein Gefühl, man weiß gar nicht, was morgen ist, weil die Welt sich durch eine Nacht komplett für uns in Europa verändert hat. Das sind Entscheidungen von großem Gewicht, die getroffen werden müssen. Schwere Entscheidungen. Die Frage von Waffenlieferungen war noch ein aktuelles Thema. Also es war noch das Opfer noch nicht final geklärt. Eine Frage war natürlich, wird dieser Konflikt, wird dieser Krieg, den Russland begonnen hat, sich ausweiten? Also führt das dazu, dass ein Weltkrieg sich entwickelt, ein Flächenbrand? Ich wollte auch unbedingt einmal vor Ort sein. Und schon die Anfahrt zeigt ja, dass das wirklich ein Land im Krieg ist. Die mächtigsten Staats- und Regierungschefs fahren dahin mit dem Zug in der Nacht. It's not like this. This mine is off the same side.